So Leute, willkommen zurück zu God of War Ascension. Wir öffnen mal das Tor, wenn es denn möglich ist. Sollte hoffentlich sein, ja. Und ergötzen uns am Anblick der Nichtbrüste. Tut mir leid, Spartaner. Als ich erfuhr, dass meine Mütter kommen, wollte ich dich warnen. Ja, mit dir haben wir Besonderes vor, mein Sohn. All diese Mühen und du versagst doch. Schwestern, brechen wir ihn in den Gemäuern der Hekatonscheiren. Kratos war nun besiegt. Und diesmal würde kein Olympier ihm zur Hilfe kommen. Zufrieden kehrten die Schwestern mit ihrem Preis nach Hause zurück. In den Mauern ihres Gefängnisses würden sie in die Seele des gebrochenen Kriegers eindringen und Kratos wieder auf seinen Platz führen. Als Diener von Ares. Das ist so lange her. Niemals. Niemals wieder. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Wer es nicht gemerkt hat, wir waren in der Vergangenheit. Hihihihi. Aufzeichnung des Schreibers der Hekatonscheiren schien die Schwelle. Okay, ich habe es jetzt einfach mal übersprungen, weil ich keine Ahnung hatte, ob wir das schon gelesen haben. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal hier, also... Hey, wieso hast du es losgelassen, Kratos? Zieh daran, mein kleiner Kratos. Hier, haben wir Daimon das Herz hier rausgerissen, falls ihr euch erinnert. Kurz bevor er wieder seinen Trip in die Vergangenheit hatte. So. Hey. Das hätte ich fast übersehen. Aber zum Glück nur fast, denn ich hab's doch noch gesehen. So. Und damit können wir eigentlich auch schon das Ouroboros-Amulett vollständig aufwerten. Das freut mich ja persönlich. Ich hoffe auch. Damit haben wir eigentlich alles aufgewertet. Bekomme ich keine Trophäe dafür? Bekommen wir echt keine Trophäe dafür? Finde ich ein bisschen schade. Oder müssen wir erst einmal... Was ist denn los? Ach so. Gut. Oder müssen wir erst einmal wieder die Augen der Wahrheit in unserem Besitz haben. Damit wir die Trophäe bekommen. Wir werden es ja sehen. Erstmal hier die Gegner eliminieren. Gerne auch mit ein bisschen Magie. So, ich muss den Sound auf meinen Kopfhörern ein bisschen leiser machen, dass es ziemlich laut ist. Moment, so, jetzt. So soll es besser gehen. Weg mit euch, ihr dreckigen kleinen... Oh. Was? Oh. Wir haben gar kein Schwert. Wir hatten eine Keule oder einen Morgenstern oder was das war. Aber auf jeden Fall kein Schwert. Aber nun gut, egal. Komm. Ja, was hat er da in die Luft geworfen? Habt ihr das gesehen? Egal, ich hab's nicht so mit dem Parieren. Gefällt mir in diesem Teil überhaupt nicht, um ehrlich zu sein.
dass man L1 und dann noch X drücken muss, aber nun gut. Geschmackssache, vielleicht mögen es manche so lieber, ich auf jeden Fall ganz klar nicht. So, schön wieder alles unter Strom setzen, blum. Weg mit auch kleinen Viechern und ein kleines Quicktime-Event hier vollziehen. Uiuiui, der ist aber ziemlich dehnbar, beziehungsweise akrobatisch oder was auch immer. So, packen wir uns seinen Bruder oder seine Schwester oder seine Transen-Kollegin, wie auch immer. Aber irgendwie ist eine Transe mehr weiblich als männlich, weil es heißt ja die Transe. Ist das ja nicht der Transe oder das Transe? Komm. Ja, geht doch. Sondern es ist die Transe. Also weiblich. So, setzen wir mal ein bisschen hier die Brücke zusammen, beziehungsweise die Treppe. Und dringen mal in diese Gefilde ein. Ich bin viel zu lange fort gewesen. Du kannst sie morgen früh sehen. Komm. Mit der Zeit wirst du vergessen. Alles, was du verloren hast, wirst du wiederfinden. Wenn es dies ist, was du brauchst für die Treue zu Ares, dann sollst du es auch haben. Es ist nicht real! Ich kann für dich real sein. Das Schwerste ist vorbei, Schmetter. Du brachtest das ultimative Opfer. Gib dich uns einfach vollkommen hin und führe ein Leben in glückseliger Illusion. Niemals. Dann ist der Tod deine Wirklichkeit! Okay. Das soll bedeuten, dass ich dich umbringen werde. Du hast eine schlechte Wahl getroffen, Spartaner. Und somit haben wir wieder die Augen der Wahrheit. Bekommen wir jetzt die Trophäe? Ja, vollgeladen, sehr schön. Alektos Kammer, ihr letzter Versuch, uns zu täuschen, ist wohl fehlgeschlagen. Wird uns nicht besiegen, Schwester! Tisiphone kommt wohl auch dazu. Fehlt nur noch Megaira. Oh, wir können nach vorne. Du widersetzt dich? Du bist nur ein Sterblicher. Ah!
hättest unser Angebot annehmen sollen, Kratos. Jetzt wirst du für diesen Fehler büßen. Ich bin die Königin der Furien. Also das fand ich jetzt mal richtig genial. Mal sehen, ob deine Brüder dir Gnade gewähren. Was ich sagen wollte ist, das fand ich ja mal richtig genial. Ich bin die Königin der Furien und dann spackt sie so richtig ab und macht irgendwie ihren Psychotanz da am Boden. Aber ich musste echt lachen. Es gibt kein Entkommen. Aber ihr habt es natürlich nicht gehört, weil ich das, was in den Zwischensequenzen passiert, beziehungsweise was ich in den Zwischensequenzen sage, schneide ich immer raus, weil ihr sollt die Zwischensequenzen genießen und nicht mein Gelaber, finde ich zumindest. So, hier, Tisiphone, spüre den Donner von Zeus. Du willst ihn verraten, aber er ist auf meiner Seite oder auch nicht, aber er sollte es besser sein, denn ich bin mehr oder weniger auf seiner Seite, obwohl ich gegen ihn bin. Aber wie heißt das schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nur hat der liebe Kratos keine Freunde. Keine Freunde, außer vielleicht... Ja, vielleicht hat er den lieben Orkus als Freund. Zack, hier. Spüre Zeus Donner. Oder Zeus Blitzel, wie auch immer. Was auch immer ihr spüren wollt, spürt es einfach. Spürt den Kick von Gaga Cola. Zack, 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 zack. Bam. Okay. Aber das sieht auf jeden Fall für mich aus wie... Du verursachst das selbst, Spartaner. Du bist nicht der, den Ares sich erhofft hatte. Wen hat sich denn Ares erhofft? Feuer, oder? Du wirst für den Mord an Megera büßen. Ach stimmt, die ist ja schon tot. Ha, voll vergessen. Was muss ich hier machen? Einfach ausweichen oder wie? Oder muss ich jetzt hier Eis einsetzen? Obwohl das irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Okay. Nee. Muss ich wohl nicht. Was muss ich denn machen? Einfach abwarten. Haha, bin ich ausgewichen? Oder bin ich ausgewichen? Muss ich hier irgendwas machen? Ich check's echt nicht. Okay, nee. Geht irgendwie gar nichts. Ach so, ja! So eine Barriere ist das. Jetzt check ich es erst. Komm. Aha, schön ausgewichen. Und erstmal wieder hier die Barriere wegklatschen. Hier, spürt den Kick der Hades-Seelen. Aha, schön ausgewichen wieder mal. Okay, einfach draufkloppen und dann immer wieder schön ausweichen. Das sollte das Ziel sein, beziehungsweise der Schlüssel zum Sieg. Ein Leben für ein Leben. Was? Was labert sie da? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Erstmal wieder Barriere weg. So, ja. Oh, ich hatte Angst, dass sie wieder angreift. Ups, da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Wieso kann. Was ist das überhaupt für eine Tinte, die sie da die ganze Zeit spuckt? Ich check's nicht, aber egal. Hauptsache, wir können sie hier so ein bisschen niedermetzeln. Wenn wir es überhaupt könnten, wenn sie uns nicht niedermetzeln würde.
Schauen wir, wie hier die Ultra-Mega-Attacke aussieht. Irgendwie gar nicht. So, erstmal wieder Schutzschild weg. Jetzt wieder hier rausbrechen. So, komm. Geh drauf, Tentakel. Oh, Menno. Hör auf, dich mir zu widersetzen. Ich will, dass du stirbst. Komm, ausweichen ein bisschen. Damit sie uns nicht die ganze Zeit dreht. Oh, hey. Das war ein bisschen fies, finde ich. So, komm. Ausweichen, 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 ausweichen. Sehr schön. So. Okay, komm. Quicktime-Event. Auf geht's. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, diesen Kampf verschieben wir auf den nächsten Part. Denn für diesen Part haben wir genug gesehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffe ich zumindest. Also bis dahin, meine lieben Freunde, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.